Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns haben Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Was wissen Sie von der Auferstehung zum Gericht? Nun, viele haben diese Ausdrucksweise schon einmal gehört, aber die wenigsten haben eine Vorstellung davon, was damit eigentlich gemeint ist. Einige denken, mit der Auferstehung zum Gericht ist die Auferstehung zum ewigen Leben gemeint. Aber wie wir heute sehen werden, ist das keineswegs der Fall. Die Bibel spricht von der Auferstehung zum Gericht, sie spricht von der sogenannten zweiten Auferstehung, sie spricht von dem großen weißen Throngericht, sie spricht manchmal auch von dem jüngsten Gericht. Was ist damit gemeint? Wer wird in dieser Auferstehung sein? Und ist es erstrebenswert für uns heute, in dieser Auferstehung sein zu wollen? Was geschieht mit dem Menschen, wenn er stirbt? Was geschieht mit uns? Die meisten meinen, wir haben eine unsterbliche Seele und die geht dann entweder in den Himmel oder in die Hölle oder ins Fegefeuer oder in den Limbo. Aber die Bibel lehrt keineswegs, dass es eine unsterbliche Seele gibt. Die Bibel sagt uns, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Also sie ist nicht unsterblich. Schauen Sie, wenn der Mensch stirbt, dann schläft er den Schlaf des Todes, wie die Bibel sagt. Es ist nicht ein Schlaf ohne Bewusstsein. Und der Mensch muss aus diesem Schlaf auferweckt werden, um wieder leben zu können. Das ist das, was die Bibel sagt. Also wenn wir sterben, sind wir zunächst einmal tot und schlafen den Schlaf des Todes, ohne Bewusstsein zu haben. Und wenn wir auferweckt werden von diesem Schlaf, wird es für uns so sein, als ob wir gerade in der letzten Sekunde erst einmal eingeschlafen sind. Die einzige Hoffnung für ein Leben nach dem Tod ist eine Auferstehung. Die einzige Hoffnung. Aber welche Auferstehung behandeln wir hier heute? Wussten Sie, dass die Bibel von mehreren Auferstehungen spricht? Nicht nur von einer. Das ist klar und deutlich in der Bibel gesagt. Die meisten Menschen haben keine Ahnung davon. Die meisten Menschen heute, die sich zum Christentum bekennen, glauben noch nicht einmal an eine Auferstehung von den Toten. Die glauben ja, dass sie nach dem Tod sofort hoffentlich in den Himmel kommen, weil sie eine unsterbliche Seele hätten. Wenn das der Fall wäre, warum dann noch eine Auferstehung von den Toten? Schauen Sie, die Propheten, die Gläubigen des Alten Testamentes, die wussten, dass Gott Tote in einer Auferstehung zum Leben erwecken wird und muss. Und sie wussten auch, dass dies nicht für alle im gleichen Zeitpunkt geschehen würde. Sie verstanden, dass es mehrere Auferstehungen geben würde. Sie wussten, dass es eine Auferstehung zum ewigen Leben geben würde, aber auch eine Auferstehung zu physischem Leben. Und sie, die sie heute berufen sind, wenn sie heute berufen sind, wollen natürlich in die Auferstehung zum ewigen Leben gelangen. Denn wenn sie dann ewig leben, können sie ja nicht mehr sterben. Diejenigen, die zu physischem Leben auferweckt werden, die können ja noch sterben. Schauen wir uns einmal Daniel Kapitel 12 an. Da wird in den Versen 2 und 3 von mehreren Menschenkategorien gesprochen, aber noch nicht einmal von allen. Aber auch hier wird deutlich, dass es um mehr geht, als nur um die Auferstehung zum ewigen Leben. Es heißt in Daniel Kapitel 12 und die Verse 2 bis 3, viele, schauen Sie, nicht alle, aber viele, die unter der Erde schlafen liegen, wiederum, der Tod hier wird als ein Schlaf beschrieben, die werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Dann heißt es in Vers 3, und die da lehren, die werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Hier geht es dann um die Auferstehung zum ewigen Leben. Aber schauen Sie, hier wird auch von jenen gesprochen, die zu ewiger Schmach und Schande auferweckt werden. Darüber werden wir auch noch sprechen, was ist damit gemeint. Aber hier geht es noch nicht einmal um alle, die schlafen liegen unter der Erde. Es geht hier nur um viele. Es gibt nämlich noch eine dritte Kategorie von Menschen. Und das ist die, auf die wir heute eingehen wollen. Denn diejenigen, die zu ewiger Schmach und Schande auferweckt werden, die werden sich nicht in der Auferstehung zum Gericht befinden.
die werden nicht in der zweiten Auferstehung sein. Auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber heute geht es mir hauptsächlich um die zweite Auferstehung, die Auferstehung zum Gericht. Das Neue Testament bestätigt, dass die einzige Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode die Auferstehung ist. Die Auferstehung ist die Möglichkeit, dass sie aus dem Tode wieder ins Leben zurückgeführt werden. Diese Idee der Reinkarnation, nebenbei gesagt, die lehrt die Bibel keineswegs. Das ist eine falsche, absolut falsche Lehre. Wenn sie tot sind, sind sie tot. Und nur die Auferstehung von den Toten kann sie ins Leben zurückführen. Und die Bibel sagt uns aber auch, dass Gott der Vater alle Menschen durch Jesus Christus auferwecken wird. In 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15 lesen wir die Verse 12 bis 14 zunächst einmal. 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 12 bis 14. Da sagt Paulus: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Heute könnte man sagen, die braucht man auch gar nicht, weil man ja direkt nach dem Tode als eine unsterbliche Seele in den Himmel geht. Paulus sagt in Vers 13, gibt es keine Auferstehung von den Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wenn jemand heute meint, Christus sei wirklich gar nicht von den Toten auferstanden, wie auch diese Irrlehre hauptsächlich auch auf dem Internet kursiert, dass Christus gar nicht so richtig gestorben sei, dass er nur einen Scheintod erlitten hätte und dass er dann weiter gelebt hätte. Paulus sagt, wenn Sie so etwas glauben, so ist euer Glaube total vergeblich. Er fährt fort zu sagen in Vers 17, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Schauen Sie, wenn Christus heute nicht lebt, wenn er nicht auferstanden ist von den Toten, wenn er gar nicht richtig gestorben ist in dem Sinne, wie die Bibel es beschreibt, dann sind sie noch in ihren Sünden. Was ist damit gemeint? Nun, wir glauben nicht nur daran, dass Christus gestorben ist. Wir glauben heute an einen lebendigen Christus, der in uns lebt, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben, der bereits mit uns lebt, wenn wir auf dem Weg hin sind zum Erhalt des Heiligen Geistes. Er ist unser lebendiger Hohepriester, der im Himmel für uns eintritt. Das ist auch ein Grund dafür, dass diese ganze Idee, dass man an Christus als kleines Baby in der Krippe denkt, zu Weihnachten, oder an einen toten Heiland am Kreuz zu Ostern, irreführend ist. Deswegen glauben wir auch nicht daran, dass wir uns zum Beispiel Kreuze als Amulette um den Hals hängen sollten oder Kreuze in unserer Wohnung haben sollten. Zunächst einmal unabhängig davon, dass dies alles heidnische Symbole sind und eine heidnische Symbolik darstellt, sondern auch, weil es einen falschen Eindruck vermittelt. Wir glauben an den lebendigen Jesus Christus. Wir werden selig werden durch sein Leben, wie es heißt. Natürlich war der Tod notwendig, um unsere Vergebung der Sünden erlangen zu können, aber das alleine reicht nicht aus. Er muss heute leben, in uns, sein Leben erneut führen. Wenn wir das nicht glauben, sagt Paulus, ist unser Glaube nichtig. Paulus wusste aber, dass die Toten auferweckt werden, dass sie wieder ins Leben zurückgerufen werden. Und er sagt dies deutlich im gleichen Kapitel in den Versen 20 bis 24. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Also wenn es ein Erstling ist, dann müssen andere folgen. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, durch die Sünde von Adam und Eva, und alle haben den dann gleich getan, und so ist der Tod in die Welt gekommen, weil ja der Tod der Sünde Sold ist. Wenn wir das Gesetz Gottes übertreten, dann verdienen wir uns damit den Tod. Weil also durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen
die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Schauen Sie, hier sagt er jetzt alle. Wir hatten eben in Daniel gelesen, dass viele auferweckt werden, denn da werden nur zwei Kategorien von Auferstehungen beschrieben. Hier beschreibt Paulus jetzt die Auferstehung aller Menschen. Und alle werden in Christus auferweckt werden. Das heißt, Christus wird sie auferwecken. Aber jetzt wird eine sehr wichtige Aussage getroffen in Vers 22. Ein jeder, oder Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach, schauen Sie, damit hört es nicht auf. Danach das Ende. Und das Ende ist das, worüber wir heute hauptsächlich sprechen wollen. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Schauen Sie, hier wird von einer Ordnung gesprochen. Einer Ordnung der Auferstehung. Zuerst Jesus Christus, danach in der zweiten Ordnung, wenn Sie so wollen, diejenigen, die in Christus gestorben sind, die also wahre, bekehrte Christen waren im Zeitpunkt ihres Todes, als der Heilige Geist noch in ihnen war, die werden auferweckt werden zu ewigem Leben, wenn Christus zurückkommt. Aber was ist mit all den anderen Menschen? All denen, die keine bekehrten Christen waren, die den Heiligen Geist nicht hatten, die noch nicht etwas von Christus gehört hatten. Schauen Sie, die meisten Menschen seit Adam und Eva haben noch nie etwas von Christus gehört, sind gestorben, ohne überhaupt Christus zu kennen. Und viele, seit der Gründung der neutestamentlichen Kirche, haben einen falschen Christus angebetet. Paulus hat ja davor gewarnt, er hat gesagt, wenn Menschen kommen, die euch, die ihr in der Kirche seid, ein falsches Evangelium predigen oder einen anderen Jesus als den, den wir euch gelehrt haben, so nehmt ihr das an. Christus hat ja prophezeit in der Ölberg-Prophezeiung, dass als eines der Zeichen es um falsche Lehren gehen würde, eines der Zeichen der Wiederkunft Christi, um Verführung. Er sagt, pass auf, dass euch niemand verführt. Es werden viele kommen in meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Sie werden akzeptieren, dass Jesus Christus der Christus war und werden viele verführen. Wieso? Nun, weil sie einen anderen Jesus predigen. Einen Jesus, der gekommen war als ein rebellischer Sohn seines Vaters, um die Gebote des Vaters abzuschaffen. Ein weibisch aussehender Christus mit langen Haaren. Obwohl die Bibel sagt, es ist eine Unehre für einen Mann, lange Haare zu tragen und so weiter und so fort. Die meisten Menschen haben von dem wahren Jesus Christus nicht viel gehört. Aber sind sie deshalb verdammt, in alle Ewigkeit in einer Hölle zu braten? Nur weil sie nie die Gelegenheit hatten, den wahren Jesus Christus anzuerkennen, den Weg Gottes anzuerkennen, anzunehmen, danach zu leben. Keineswegs. Darum geht es bei der zweiten Auferstehung, der Auferstehung zum Gericht. Aber was meint Paulus mit Ordnung? Es gibt eine Ordnung der Auferstehungen, wie er sagt. Ein jeder in seiner Ordnung. Nun, das griechische Wort ist Tagma. T-A-G-M-A. Und es bedeutet so viel wie Abteilung. Es ist ein Begriff aus dem Militärwesen, das nur in dieser Stelle im Neuen Testament benutzt wird. Eine Abteilung. Schauen Sie, die römische Armee hatte verschiedene Abteilungen. Es kann auch mit Reihenfolge übersetzt werden, wie das zum Beispiel Strong's Enzyklopädie erklärt. Oder Zeitabfolge. Es geht also um eine Zeitabfolge. Diejenigen, die in der Abteilung sind, die sich auf die Auferstehung zum ewigen Leben bezieht, die sind vor der Abteilung, die sich auf eine andere Auferstehung bezieht. Und so sagt Paulus, ein jeder aber in seiner Ordnung, in seiner Abteilung, in seiner Reihenfolge, in seiner Zeitabfolge. Es wird gleich noch sehr viel deutlicher werden, wenn wir uns andere Stellen anschauen, die uns klar und deutlich von einer zweiten Auferstehung berichten. Einer zweiten Auferstehung, die natürlich an der ersten Auferstehung folgt. In Apostelgeschichte 17.
lesen wir die Verse 30 bis 32. Apostelgeschichte 17 und die Verse 30 bis 32. Hier lesen wir wiederum das Zeugnis von Paulus. Da sagt er, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun oder bereuen. Und dieses Gebot ergeht auch heute. Aber man muss natürlich wissen, was man bereuen soll. Man soll zunächst einmal bereuen, dass man das Gesetz Gottes übertreten hat, denn Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Und damit sind die 10 Gebote gemeint und die Rechtsvorschriften und die Satzungen, die die 10 Gebote näher erklären, inklusive den Sabbat, inklusive die heiligen Tage, inklusive das Essen von unreinem Fleisch und so weiter und so fort. Vers 31. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und als sie von der Auferstehung der Toten hörten, da begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber noch ein anderes Mal weiterhören, mit anderen Worten, wir wollen heute davon nichts mehr hören. Die hatten damals schon nicht an die Auferstehung von den Toten geglaubt, aber hier wird deutlich gemacht, es wird Jesus Christus sein, der alle auferwecken und dann alle richten wird. Und das wird im Neuen Testament bestätigt, es wird durch die Aussage Jesu Christi selbst bestätigt. Und zwar im Johannesbericht, Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5 und die Verse 28 und 29. Johannes Kapitel 5 und die Verse 28 und 29. Und hören wir uns jetzt die Aussage Jesu Christi selbst an. Wundert euch darüber nicht, sagt er zunächst einmal. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Also hier wird wiederum gesagt, dass alle, nicht nur die vielen, wie Daniel es beschrieben hat, sondern hier werden von allen Menschen gesprochen. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Aber wird diese Stunde identisch sein für alle? Keineswegs. Denn er fährt fort zu sagen, und sie werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Also hier wird die Auferstehung des ewigen Lebens beschrieben. Diejenigen, die Gutes getan haben. Und Gottes Gesetz ist gut. Und Gottes Weg ist gut. Und wenn wir Gott folgen, dann werden auch wir Gutes tun. Aber er fährt fort zu sagen, die aber Böses getan haben, und zwar nicht unbedingt mit Hass erfüllt, sondern weil sie es nicht besser verstanden, weil sie nicht unbedingt wussten, was jetzt gut und böse ist. Gott sagt ja häufig, auch bereits schon im Alten Testament, sie wissen den Weg des Friedens nicht. Paulus sagt es ja auch. Die also Böses getan haben, die gehen nicht ins ewige Leben ein. Darauf kommt es hier ihm an, dies zu sagen. Aber er sagt nicht, die werden unbedingt jetzt in die Verdammnis gehen. Er sagt, die werden auferstehen in der Auferstehung des Gerichtes. 2 Auferstehungen werden hier beschrieben. Die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des Gerichtes, um die es mir heute hauptsächlich geht. Also die ist nicht unbedingt eine Auferstehung des ewigen Lebens. Die kann zum ewigen Leben führen. Die kann zur ewigen Verdammnis führen. Aber zunächst einmal geht es um die Auferstehung des Gerichtes. Die meisten Menschen, wenn sie überhaupt an eine Auferstehung glauben, meinen, die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des Gerichtes, die seien identisch. Keineswegs. 2 verschiedene Kategorien, die auch in verschiedenen Reihenfolgen erfolgen werden. Schauen Sie, es gibt eine Ordnung, wie wir gesagt haben. Zuerst kommt die Auferstehung des Lebens, diejenigen, die in Christus gestorben sind, die wahre Christen waren im Zeitpunkt ihres Todes. Die werden zur Zeit der Wiederkunft Jesu Christi auferweckt werden und ins ewige Leben eingehen. Und ich werde demnächst auch eine Predigt darüber bringen, was das bedeutet. Was werden wir tun, wenn wir das ewige Leben erlangt haben? Was bedeutet es, im Reich Gottes zu sein? Gibt uns die Bibel Hinweise darauf, wie es sein wird,
wenn wir unsterbliche Mitglieder der Gottfamilie sein werden. Sie werden erstaunt sein, wie viele Stellen uns in der Bibel dies näher erklären. Aber das ist ein anderes Thema. In Römer Kapitel 8, da lesen wir in Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, mit anderen Worten, Gott der Vater hat Jesus Christus auferweckt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn dieser Geist in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Aber schauen Sie, er wird es tun durch seinen Sohn Jesus Christus. Denn das heißt ja, alle, die in den Gräbern sind, die werden die Stimme des Sohnes hören und werden hervorgehen. Und diejenigen, die Gutes getan haben, die werden ins ewige Leben eingehen. Es ist also erforderlich, dass Gottes Heiliger Geist, und der Heilige Geist kommt sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn, in uns wohnt, wenn wir sterben. Sodass wir das ewige Leben im Zeitpunkt unserer Auferstehung erlangen können. Und wenn wir natürlich noch leben sollten im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, dann werden wir verwandelt werden, wie es heißt, in einem Augenblick. 1. Korinther Kapitel 6. 1. Korinther Kapitel 6. Und Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt, und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Hier wird deutlich, was der Heilige Geist ist. Er ist keine Person. Auch darauf werde ich in einer weiteren Predigt noch eingehen. Die Idee der Dreieinigkeit ist keineswegs biblisch. Gottes Geist ist die Kraft Gottes, die von dem Vater und dem Sohn ausströmt, die in uns hineinströmen kann, die dann aus uns heraus auch strömen kann, anderen gegenüber. Und es ist durch diese Kraft, dass Gott der Vater den Sohn auferweckt hat, und es ist dieselbe Kraft, durch die wir auferweckt werden können zu ewigem Leben, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Von daher ist es wichtig, wenn wir heute berufen sind, dass wir auch sicherstellen, dass wir den Heiligen Geist haben oder erhalten. Und wenn Sie da Zweifel haben, ich habe eine Predigt gegeben, wie man den Heiligen Geist erhält. Und es ist wichtig, dass Sie sich diese Predigt anhören, um sicherzustellen, ob Sie den Heiligen Geist haben. Viele Menschen heute meinen, sie hätten Gottes Geist in sich und haben ihn keineswegs. Und wenn Sie in einem solchen Selbstbetrug leben, werden Sie nicht in der Auferstehung zum ewigen Leben sein, wenn Christus zurückkommt. Aber was geschieht mit den anderen? Was geschieht mit denen, die den Heiligen Geist nicht haben, die nie die Gelegenheit hatten, den Heiligen Geist zu erhalten? Einige sagen, ja, sie lehren ja eine zweite Chance. Keineswegs. Wenn Gott sie heute beruft, dann ist das heute ihr Tag des Heils. Dann geht es gar nicht mehr darum, ob sie in die Auferstehung zum Gericht kommen können. Das Thema ist ad acta gelegt. Dann geht es nur noch darum, ob sie in die Auferstehung zum ewigen Leben kommen können oder in die Auferstehung zur ewigen Verdammnis. Aber was ist mit denen, die diese Gelegenheit noch nie gehabt haben? Die in diesem Leben nicht berufen worden sind. Und wie die Bibel uns ja lehrt, die meisten Menschen werden in diesem gegenwärtigen Zeitalter nicht von Gott berufen. Es heißt in der Bibel, dass Satan die ganze Welt verführt. Gott will, dass wir, die wir berufen sind, aus der Verführung herauskommen. Aber was geschieht mit denen, die die Gelegenheit noch nie erhalten haben, über den Weg Gottes zu wissen, richtig zu verstehen, dass man so leben muss, wie Gott es von uns erwartet? Schauen Sie in Apostelgeschichte 24. Wird darauf eingegangen. Apostelgeschichte 24 und Vers 15. Hier ist es wiederum der Apostel Paulus, der Folgendes sagt: Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch Sie selbst haben, nämlich, dass es die Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Auch hier wiederum werden zwei Auferstehungen angesprochen. Die Auferstehung der Gerechten
Nun, wir leben gerecht, wenn wir Gottes Gebote halten. Und wenn wir Gottes Gebote nicht halten, wenn wir sündigen, aber dann Reue haben und Vergebung erlangen, werden wir dadurch wieder gerecht. In Gottes Augen. Weil die Sünde ja dann vergeben worden ist. Aber Paulus sagt, er hat die Hoffnung, dass es eine Auferstehung der Gerechten gibt und eine Auferstehung der Ungerechten. Nun, es wäre keine Hoffnung, wenn er mit der Auferstehung der Ungerechten ewige Verdammnis meinen würde. Darum geht es nicht. Es geht um die, die zwar ungerecht gelebt haben, weil sie es eben nicht besser wussten, die aber eine Möglichkeit in der sogenannten zweiten Auferstehung, der Auferstehung zum Gericht, erhalten werden. Das ist die Hoffnung, dass diese Menschen noch nicht verloren sind, dass sie eine Gelegenheit erhalten werden, sich zu Gott zu bekennen, sich für sein Reich zu qualifizieren. Ist das auch Ihre Hoffnung? In 1. Korinther Kapitel 15 und Vers 22 hatten wir gelesen, oder lesen wir das einmal noch einmal. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 22 ist wichtig, dass wir dies noch einmal begreifen. 1. Korinther 15, Vers 22, das hatten wir eben schon gelesen, ich lese es noch einmal mit der jetzt besonderen Betonung. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Schauen Sie, alle, die in Adam gestorben sind, dieselben alle werden in Christus lebendig gemacht werden, ohne Ausnahme. Alle werden in die Auferstehung eingehen, aber welche Auferstehung ist gemeint? Werden die Ungerechten, die also ungerecht gelebt haben, verdammt, für alle Ewigkeit verdammt, ausgelöscht werden, nur weil sie Christus nicht kannten, nur weil sie ihn nicht kennen konnten, weil sie ja nicht berufen worden sind in diesem Zeitalter? Schauen Sie, Christus sagt uns allerdings, dass um in die Auferstehung des Lebens einzugehen, wir Christus anerkennen müssen. Anerkennen müssen, wer er war, was er getan hat, was er heute ist und tut. Also die Idee, dass Sie als Nicht-Christ das ewige Leben erlangen könnten, die wird in der Bibel keineswegs gelehrt. Das schließt alle die aus, die zunächst einmal sich nicht zum Christentum bekennen. Alle diese Religionen, die es auf dieser Erde gibt und schon seit tausenden von Jahren gegeben hat, alle diese Religionen laut Bibel können ihnen nicht dazu helfen, das ewige Leben zu erlangen. Und selbst die, die sich zum Christentum bekennen, es sei denn, sie haben den wahren Jesus Christus akzeptiert, den wahren Gott, und leben auch so, wie Gott es erwartet. Auch alle die werden nicht das ewige Leben erlangen, wenn sie eben nicht so leben, wie Gott es erwartet. Aber schauen wir uns Apostelgeschichte Kapitel 4 an. Und die Bibel widerspricht sich ja nicht. Wenn sich die Bibel widersprechen würde, dann wäre sie nutzlos. Wir müssen alle diese Stellen zusammennehmen, um zu begreifen, was Gott uns sagt. Apostelgeschichte 4. Angefangen in Vers 8. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist. Hier hatte also eine Heilung stattgefunden. So sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil, die Ewigkeit, die Errettung. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, durch den wir gerettet werden sollen. Jemand, der sich nicht zu Christus bekennt, und zwar in richtiger Weise, der nicht den Glaubensgehorsam hat, von dem Paulus spricht im Römerbrief, kann nicht gerettet werden. Johannes Kapitel 14 bestätigt dies. Und zwar sind es wiederum die eigenen Worte Jesu Christi.
Also die Idee, dass man nur so nach seiner eigenen Fasson selig werden kann, so leben kann, wie man will, die entspricht keineswegs den Lehren der Bibel. Johannes Kapitel 14 und Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und niemand kann das ewige Leben erlangen, es sei denn durch Jesus Christus. Aber wie ich sagte, viele haben noch nie etwas von Christus gehört. Die meisten Menschen haben noch nie etwas von Jesus Christus gehört, geschweige denn ihn angenommen, anerkannt. Und doch sagt uns Gott Folgendes in 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde, oder wie es auch übersetzt werden kann, dass alle Menschen selig werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, das ist sein Bestreben, sein Wunsch, dass alle Menschen das Potenzial erkennen könnten, was ihnen zugedacht ist, um selig, um gerettet werden zu können. Nun, wir verstehen und werden dies noch verstehen, dass nicht alle Menschen diese Gelegenheit beim Schopfe ergreifen werden. Aber zunächst einmal ist das Gottes Wunsch. Gott hat ja den Menschen nicht dazu erschaffen, dass er verdammt wird. Er hat ihn dazu erschaffen, um Teil zu werden seiner Gottfamilie. Also Gott will, das ist sein Bestreben, dass alle Menschen zur Wahrheit gelangen, dass alle Menschen selig werden können. Aber die meisten Menschen haben noch nie etwas von Christus gehört. Und wir lesen auch, dass nur durch Christus dieser Weg zur Seligkeit eröffnet ist. So, wie erklären sie sich dann diesen Widerspruch? Nun, die meisten Menschen erklären sich den Widerspruch keineswegs. Die gehen darüber hinweg, als ob diese Stellen gar nicht existieren würden. Die Erklärung liegt darin, dass es eben nicht nur eine Auferstehung gibt. Nicht nur die Auferstehung zum ewigen Leben, sondern auch eine weitere Auferstehung zum Gericht. Die sogenannte zweite Auferstehung. Eine physische Auferstehung. Keine ewige Auferstehung. Keine Auferstehung zu ewigem Leben, sondern dann werden die Menschen physisch auferweckt werden, nach dem Millennium, vor dem großen weißen Throngericht stehend, um sich in dem Zeitpunkt für das Reich Gottes qualifizieren zu können, weil sie dann nämlich die Wahrheit erkennen werden. In 1. Korinther Kapitel 6, um das auch mal deutlich zu machen, das hatten wir eben gelesen, ich lese es noch einmal, wird noch einmal deutlich gezeigt, dass in der Wiederkunft Jesu Christi es nur diejenigen geben wird, die auferweckt werden, die den Heiligen Geist hatten, als sie starben. 1. Korinther 6 und Vers 14, wir hatten es ja gelesen, das heißt, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Nun, das ist nicht sehr deutlich übersetzt hier. Die Elberfelder Bibel sagt, sie werden aus auferweckt. Gott wird uns aus auferwecken. Was ist mit aus auferwecken gemeint? Nun, wir werden aus den Toten heraus auferweckt. Eine spezifische Kategorie, eine spezifische Gruppe. Aber eben nicht alle Toten werden in dem Zeitpunkt auferweckt werden. Schauen wir uns auch Philipper Kapitel 3 an. Philipper Kapitel 3. Die Verse 10 und 11. Philipper Kapitel 3 und die Verse 10 und 11. Hier sagt Paulus, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nun, Paulus war klar, dass jeder Mensch auferstehen wird. Er sprach nicht nur über eine allgemeine Auferstehung, er sprach von einer ganz spezifischen Auferstehung, die er erlangen wollte, die Auferstehung von den Toten, aber auch hier wiederum eine ungenaue Übersetzung. Die Elberfelder Bibel schreibt,
damit ich gelange zur Herausauferstehung aus den Toten. Und Menge hat folgende Anmerkung. Sie sagt, wörtlich heißt es hier, aus Auferstehung. Das heißt, schreiben sie, die Auferstehung der Gerechten bei der Wiederkehr Christi. Darum ging es, Paulus. Er wollte in die erste Auferstehung gelangen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Mein Expository Dictionary schreibt, es geht hier um die Aus-Auferstehung aus der Menge der Toten. Es geht also nur, wie gesagt, um eine sehr begrenzte Auferstehung. Eine Auferstehung von nur einigen, die in das ewige Leben dann eingehen werden, wenn Christus zurückkommt. Und Offenbarung Kapitel 20 macht das ganz deutlich. Also ich habe mich immer schon gewundert, wenn ich solche Stellen gelesen habe, warum die überwiegende Mehrheit der Christenheit dies einfach scheinbar nicht begreifen will. Dass es nicht nur eine Auferstehung gibt. Als ich damals vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, zur Wahrheit kam, da war das für mich eine unglaubliche Offenbarung, als ich dies sehen konnte. Und dann wiederum eine unglaubliche Ernüchterung, wenn ich feststellte, dass die anderen es eben nicht sehen konnten oder wollten oder nicht daran interessiert waren. Offenbarung Kapitel 20, angefangen Vers 4. Ich sah Throne, und sie setzten sich darauf. Und ihnen, die sich darauf setzen, auf diese Throne, denen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren des Zeugnisses von Jesus und des Wortes Gottes willen, die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Und diese wurden lebendig. Diese toten Seelen wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre im Millennium, in dem 1000-jährigen Reich, von dem ich in der letzten Predigt gesprochen habe. Vers 5, schauen Sie. Vers 5, die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Also die wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Und diese Auferstehung der Gerechten, heißt es hier, das ist die erste Auferstehung. Nur wenn es eine erste Auferstehung gibt, dann gibt es sicherlich auch noch mehr als nur eine erste Auferstehung. Das würde jetzt ja gar keinen Sinn ergeben. Und wir hatten ja gerade gelesen, die anderen Toten, die wurden nicht wieder lebendig, bis das Millennium vorbei ist. Das heißt mit anderen Worten, danach werden sie wieder lebendig. Und so lesen wir in Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron. Also nach den 1000 Jahren. Und den, der darauf saß. Und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Vers 12. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen. Die sind also auferweckt worden. Die sind auferstanden. Wenn sie stehen, sind sie auferstanden. Ich sah sie stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan. Welches ist das Buch des Lebens? Schauen Sie, nun war das Buch des Lebens für sie aufgetan worden. Das bestand vorher noch nicht in dieser Weise für sie. Aber nun ist die Möglichkeit gegeben, dass ihr Name in das Buch des Lebens eingetragen wird. Und wenn unser Name im Buch des Lebens ist, bedeutet das, solange wir der Name im Buch des Lebens ist, dass wir ewiges Leben erlangen werden. Nun wird diese Gelegenheit auch denen gegeben, die diese Gelegenheit vorher noch nicht hatten. Und es geht ja nicht nur um Babys. Einige meinten, es geht vielleicht nur um Babys, die gestorben sind. Keineswegs, es geht um die Millionen, die Milliarden von Menschen, die noch nie die Gelegenheit hatten, Jesus Christus anzunehmen, weil sie gar nichts davon wussten. Das heißt, ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das ist die zweite Auferstehung. Sie werden nach ihren Werken gerichtet werden. Nach ihren Werken, die sie in diesem Leben begangen haben, aber auch nach den Werken, die sie dann in dem Zeitpunkt der zweiten Auferstehung tun werden. Denn schauen Sie, es geht ja nicht nur um einen kurzen Augenblick. Diese zweite Auferstehung ist eine Auferstehung zum Gericht. Sie werden ausgerichtet werden. Es wird ihnen Gelegenheit gegeben werden, die Wahrheit zu erkennen, danach zu leben. Es wird hier nicht gesagt, wie lange diese Auferstehung dauern wird, bis dann das endgültige Urteil
gefällt werden wird für diese Menschen. Aber in anderen Stellen, wie zum Beispiel im Jesaja-Buch, in Kapitel 65, Sie können diese Stelle sich später anschauen, die Verse 18 bis 25, wird es einen Hinweis darauf geben, dass diese Auferstehungsperiode ungefähr 100 Jahre währen wird. Denen wird 100 Jahre die Möglichkeit gegeben, sich entweder für oder gegen Gottes Weg zu entscheiden. Wie auch wir heute. Nicht sofort, wenn wir jetzt den Heiligen Geist erlangen, dann sofort im Reich Gottes sein werden. Wir müssen uns ja dann bewähren. Wir haben den Heiligen Geist erlangt, wenn wir ihn erlangt haben, und müssen uns dann vor Gott bewähren. Gott gibt uns dann eine gewisse Zeitspanne, während der wir uns bewähren müssen, qualifizieren müssen für das Reich Gottes. Und wir können auch abfallen. Darauf werden wir in der nächsten Predigt eingehen müssen. Nicht alle werden sich für Jesus Christus entscheiden. Nicht alle haben sich für Jesus Christus entschieden. Auch einige heute, die bereits die Gelegenheit erhalten haben, haben sich von dem wahren Weg Gottes abgewandt. Und die werden nicht in der zweiten Auferstehung sein. Denn die haben bereits ihr Schicksal für sich besiegelt. Schauen wir uns Johannes Kapitel 5 an. Johannes Kapitel 5. Und ich habe gedacht, dass ich hier möglicherweise in dieser Predigt die Auferstehung des Gerichtes abschließend behandeln könnte, aber das werde ich keineswegs tun können. Ich werde also in der nächsten Predigt dann weiter auf dieses Thema eingehen müssen und dann aber auch auf diejenigen eingehen müssen, die diese Gelegenheit verpatzt haben. Aber hier in Johannes Kapitel 5 lesen wir die Verse 28 und 29. Das hatten wir eben schon gelesen, ich lese es noch einmal, weil es wichtig ist, dich zu verstehen. Er sagt, wundert euch darüber nicht. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und die hervorgehen werden, die Gutes getan haben, die werden auferstehen zum Leben und die Böses getan haben zum Auferstehung, werden hervorgehen zur Auferstehung des Gerichtes. Schauen Sie, es geht nicht um die Verdammnis, es geht um die Auferstehung des Gerichtes. Das ist dieses große weiße Throngericht, von dem wir gerade gelesen haben im Buch der Offenbarung. Das ist die zweite Auferstehung. Nun, die hatten Böses getan, wie ich sagte, weil sie die Wahrheit nicht kannten. Die werden die Gelegenheit erhalten zu bereuen, wie sie heute die Gelegenheit erhalten, von Gott zu bereuen, wenn sie die Wahrheit erkennen. Die werden die Gelegenheit erfahren und erhalten, zu erkennen, wer und was sie gewesen sind. Schauen Sie, es geht nicht nur darum, wenn man bereut, dass man bereut, was man getan hat. Es geht zunächst einmal darum, dass man bereut, was man ist. Das steinerne Herz, das man hat, das Herz des Ungehorsams, das muss ja ersetzt werden durch das Herz des Fleisches, ein fleischernes Herz, das biegsam ist, das beugsam ist, das wie der Ton des Töpfers geknetet werden kann, ausgerichtet werden kann hin zur Wahrheit. Und da kommt es darauf an, wie wir uns entscheiden. Sind wir willens, dann Gott in allem zu gehorchen? Viele heute erkennen zwar Bruchstücke der Wahrheit vielleicht, aber sind keineswegs bereit, dann auch Gott zu gehorchen. Da gibt es so gewisse Testgebote. Ich habe immer schon gesagt, dass der Sabbat eines dieser Testgebote ist. Schauen Sie, menschlich gesehen macht es eigentlich gar keinen Sinn, den Sabbat zu halten. Warum kann man nicht den Sonntag halten? Oder den Freitag? Oder irgendeinen anderen Tag? Oder warum muss man überhaupt einen Tag heilig halten? Kann man nicht Gott an jedem Tag anbeten? Einige haben mir geschrieben und haben mir Schriftstellen zugeschickt, als ob ich die nicht kennen würde. Die sagen, ja, bei Gott ist jeder Tag gleich. Hat mit der Haltung des Sabbats absolut nichts zu tun. Der Zusammenhang dieser Stellen hat mit Fasten zu tun. Schauen Sie, Gott hat deutlich gemacht in den 10 Geboten, dass man den Sabbat halten muss. Heiligt den Sabbat. Er wurde im Zeitpunkt der Schöpfung des Menschen eingeführt. Christus sagt, er wurde für den Menschen gemacht. Im Hebräerbrief heißt es, dass es die Pflicht des Volkes Gottes ist, den Sabbat weiterhin zu halten heute. Er symbolisiert ja auch etwas. Er symbolisiert ja auch die Ruhe, in die wir alle eingehen sollen während des Millenniums. Also wer heute meint, er bräuchte den Sabbat nicht mehr zu halten, der begeht die Übertretung des Gesetzes. Der übertritt Sünde. Und was ist die Strafe für Sünde? Der Tod. Der ewige Tod. Wir müssen von diesem ewigen Tod erlöst werden. Aber es geht nicht nur darum, Christus anzunehmen und zu sagen, oh, ich akzeptiere Christus, meinen persönlichen Erlöser, und dann hört es damit auf.
Es geht dann darum, sich zu qualifizieren, auch Christus zu zeigen, dass man wirklich willens ist, ihm zu gehorchen. Christus sagt, wer überwindet, der wird im Reich Gottes sein. Wer überwindet, was überwindet? Die Sünde, sich selbst, die Umgebung, die uns dazu verführen will, zu sündigen. Satan, den Teufel. Christus sagt, ich selbst habe das auch überwinden müssen, habe mich auf den Thron des Vaters gesetzt. Er weiß, wie es ist, deswegen ist er unser lebendiger Hohepriester, der uns beistehen kann, wenn wir versucht sind zu sündigen. Es geht darum zu bereuen, alles zu bereuen, was wir als falsch anerkannt haben. Der Sabbat ist ein Testgebot, die heiligen Festtage, die auch Sabbate genannt werden, sind ein Festgebot. Zehntenzahlung ist ein Testgebot. Und die meisten Menschen sind nicht willens, dies zu tun, sich von seinem Geld zu trennen. Oh, das ist ja schrecklich. Und wenn einer darauf hindeutet, dass die Bibel dies klar und deutlich befiehlt, dann will man weiter nichts mehr davon hören. Aber Maleachi sagt uns, ihr seid Räuber, wenn ihr Gott um die Zehntenzahlungen und die Opfergaben betrügt. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ich kann Ihnen nur sagen, was Gott von Ihnen verlangt. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie dem gehorchen wollen oder nicht. Aber ich sage Ihnen eines, wenn Sie sich dagegen entscheiden, wenn Sie die Wahrheit erkannt haben und sich aber dann dazu entscheiden, es nicht zu tun und dann auch ein Gefühl des Hasses in sich entwickeln gegenüber das, was Gott von Ihnen verlangt, dann wandeln Sie auf sehr dünnem Eis. Aber darauf werden wir noch in der nächsten Predigt eingehen müssen. Schauen Sie, das große weiße Throngericht, von dem wir hier sprechen, das jüngste Gericht, diese zweite Auferstehung ist eine Zeitspanne, eine Zeitperiode, die in ewigem Leben oder ewigem Tod enden wird. Die nicht damit beginnt, die aber damit enden wird, wenn die Menschen in dieser Zeitperiode sich klar und deutlich für das eine oder das andere entschieden haben. Aber der Punkt ist, sie werden erst einmal die Gelegenheit haben, sich zu entscheiden. Eine Gelegenheit, die die meisten Menschen heute eben noch nicht haben. Schauen wir uns einmal an, wie diese zweite Auferstehung beschrieben wird. Denn wie ich sagte, es ist keine Auferstehung zu ewigem Leben. Zunächst einmal, wie ich sagte, diejenigen, die in der Auferstehung sein werden, dieser zweiten Auferstehung, die werden physisch auferweckt werden. Mit dem Potenzial, wie sie heute das Potenzial haben, wenn sie die Wahrheit erkannt haben, ins ewige Leben eingehen zu können. Hesekiel Kapitel 37. Hesekiel Kapitel 37. Zunächst einmal angefangen in Vers 3. Hier sieht Hesekiel in einer Vision ein Feld, ein weites Feld mit toten Gebeinen. Das heißt hier, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt in Vers 2. Und jetzt fragt ihn Gott in Vers 3, er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Schauen Sie, hier sind in einer Vision tote Gebeine abgebildet, die der Hesekiel jetzt sieht. Und er wird gefragt, meinst du diese Gebeine, diese verdorrten, toten, physischen Knochen, die können wieder lebendig werden? Und Hesekiel, der hatte schon so eine Ahnung, aber der sagt, Herr, du weißt es. Wollte mal abwarten, was jetzt hier gesagt wird. Vers 7. Es wird ihm jetzt befohlen zu weissagen. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich kann mir vorstellen, auch in dieser Vision, was für ein Eindruck dies für Hesekiel hinterlassen haben muss. Er sieht jetzt hier diese Gebeine zusammenrücken, Gebein zu Gebein. Und ich sah, Vers 8, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf. Und sie wurden mit Haut überzogen. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Schauen Sie, eine klare physische Wiederbelebung wird hier beschrieben. Keine geistige Auferweckung, denn eine geistige Auferweckung, die benötigt kein Fleisch, die benötigt keine Sehnen, die benötigt keine Knochen, die benötigt keine Haut. Nein, eine physische Auferweckung wird hier beschrieben. Und er sprach zu mir in Vers 9, Weissage zum Odem.
Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Vers 10, und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, und da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Schauen Sie, die Elberfelder Bibel merkt an, dass für das Wort Odem auch das Wort Geist übersetzt werden kann, weil im Hebräischen das Wort für Odem und Geist das gleiche Wort ist. Es geht hier nicht nur um den Odem als solchem, es geht hier um den Geist im Menschen. Jeder Mensch hat einen Geist. Der wird ihm scheinbar im Zeitpunkt der Zeugung gegeben von Gott. Wie das genau stattfindet, sagt uns die Bibel nicht. Aber sie sagt uns, dass jeder Mensch einen Geist hat, den Geist im Menschen, den menschlichen Geist. Nebenbei gesagt ist das auch ein Beweis dafür, dass die Evolutionslehre total daneben liegt. Der Mensch ist nicht das höchste Tier. Es besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen Mensch und Tier. Und hier wird diesen Menschen, die jetzt auferweckt werden von den Toten, aber physisch auferweckt, der Geist gegeben. Denn ohne den Geist im Menschen ist der Mensch tot. Lebt er nicht. Um zu leben, braucht der Mensch diesen Geist. Ich will kurz ein paar Stellen hier Ihnen zeigen, die von dem Geist im Menschen sprechen. Auch das ist etwas, was die Bibel klar zum Ausdruck bringt. Auch das ist etwas, was die meisten Menschen heute gar nicht begreifen. Und wenn Sie Stellen wie diese lesen, meinen Sie, es ging hier um die unsterbliche Seele. Hat mit der unsterblichen Seele absolut nichts zu tun. Es gibt nämlich keine unsterbliche Seele. Die Seele ist der Mensch. Aber jeder Mensch, jede Seele hat den Geist im Menschen in sich. Und solange wie dieser Geist im Menschen in der Seele ist, ist die Seele lebendig. Wenn der Geist des Menschen die Seele verlässt, ist die Seele tot. Schauen wir uns hier Lukas Kapitel 8 an. Lukas Kapitel 8. Und lesen wir Vers 55. Lukas Kapitel 8 und Vers 55. Es geht hier um ein Kind, das gestorben war. Jesus kam, um es aufzuerwecken, zu physischem Leben. Er hat es nicht hier zum ewigen Leben auferweckt. Er sagt in Vers 54, er nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und vorher hatte er gesagt, sie schläft nur und ich werde sie auferwecken. Und die haben ihn dann ausgelacht. Und es heißt hier, die wussten ja, dass sie gestorben war, dieses Mädchen. Und er sagt jetzt zu dem Kind, zu dem Mädchen, Kind, steh auf. Vers 55, und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Schauen Sie, dieses Kind war gestorben. Christus kam, dieses Mädchen aufzuerwecken. Und als er es auferweckte, kam ihr Geist zurück, dieser Geist im Menschen. Der hatte dieses Kind verlassen, deswegen war das Kind tot. Und als der Geist des Menschen in sie zurückkam, wurde sie wieder lebendig. In Jakobus Kapitel 2 und Vers 26 wird dies deutlich gesagt. Jakobus Kapitel 2 und lesen wir Vers 26. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Auch das eine interessante Aussage. Wenn sie Glauben haben, aber diesen Glauben nicht durch ihre Werke unter Beweis stellen, dann ist dieser Glaube nutzlos, tot, lebt nicht. Aber er sagt auch etwas, was er meint, alle verstehen, alle sollten dies verstehen, der Leib ohne Geist ist tot. Solange wie der Geist im Leibe ist, ist der Leib lebendig. Wenn der Geist den Leib verlässt, ist der Mensch tot. Und dies wird auch im Predigerbrief deutlich gemacht. Prediger, lesen wir Kapitel 12. Und auch das ist ein Thema wiederum für sich, der Geist im Menschen, aber ich wollte es hier kurz im Zusammenhang noch einmal erwähnen. Prediger 12 und Vers 7. Da sagt Salomo, der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. Und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Schauen Sie, wenn der Mensch stirbt, dann nimmt Gott diesen Geist des Menschen wieder zu sich.
Nun, dieser Geist hat kein Bewusstsein. Wenn der Mensch stirbt, ist der Mensch tot. Er liegt tot im Grabe, ohne Bewusstsein. Aber dieser Geist, den könnte man vielleicht mit einer Videokassette vergleichen, der alles aufgespeichert hat, was diesen Menschen angeht. Gott nimmt diesen Geist wieder zu sich. Und wenn er die Menschen auferweckt, gibt er diesen Geist wieder in die Menschen hinein, sodass der Mensch wieder auferweckt wird, genauso wie er war, als er als Mensch gelebt hat. Schauen Sie, darum geht es. Einige haben gefragt, ja, aber wie kommen die Menschen dann wieder hoch in der zweiten Auferstehung? Die Bibel sagt uns das nicht eindeutig, aber sie gibt uns Hinweise. Ich würde davon ausgehen, dass zum Beispiel ein Baby, das gestorben ist, nicht als ein Baby auferweckt wird, sondern möglicherweise als ein erwachsener Mensch, wie auch Adam und Eva nicht als Babys erschaffen worden sind, sondern als Erwachsene. Aber wie gesagt, das ist ein wenig Spekulation. Wir wissen nicht genau, wie die Menschen in der zweiten Auferstehung hochkommen werden. Wir wissen aber, dass sie hochkommen werden. Und jeder Mensch, der den Heiligen Geist oder vielmehr den Geist des Menschen erlangt hat, der wird auferweckt werden und in der zweiten Auferstehung sein. Nun, wenn er den Heiligen Geist erlangt hat, zusätzlich, dann wird er in der ersten Auferstehung sein, wie wir dies bereits gesagt haben. Und diejenigen, die unvergebbare Sünde begangen haben, die werden in einer noch weiteren Auferstehung sein, der dritten. Aber darauf werden wir in der nächsten Sendung eingehen. Wie ich sagte, wenn ein Mensch bekehrt wird, dann erhält er zusätzlich zu dem Geist im Menschen den Heiligen Geist. Also wenn der Mensch geboren wird, wenn er gezeugt wird, erhält er den Geist des Menschen von Gott. Auf welche Weise auch immer dies geschieht. Aber nicht den Heiligen Geist. Und wenn sie als Baby getauft werden, heißt das nicht, dass sie den Heiligen Geist erhalten, weil nämlich der wahren Taufe die Reue zunächst einmal vorangehen muss. Und ein Baby kann nichts bereuen. Ein Baby versteht überhaupt nicht, was Reue ist, was Sünde ist. Das kann man nur als Erwachsener tun, wenn man wirklich begreift, was man getan hat, was man ist. Aber schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 2 an. 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 10 bis 12. 1. Korinther Kapitel 2 und die Verse 10 bis 12. Uns aber, uns, sagt Paulus, weil er hier bekehrte Christen anspricht, einschließlich sich selbst, uns aber hat Gott es offenbart. Was hat Gott offenbart? Die Wahrheit hat uns Gott offenbart. Wodurch? Durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also auch Paulus bestätigt, dass jeder Mensch einen Geist von Gott erhält. Dieser Geist unterscheidet den Menschen vom Tier. Schauen Sie, ein Tier kann nicht begreifen, was der Mensch begreift. Wieso kann der Mensch etwas begreifen, was das Tier nicht begreifen kann? Der Unterschied liegt in dem Geist des Menschen, der ihm von Gott gegeben wird. Eine Schranke, die nicht überschritten werden kann zwischen Tier und Mensch. Aber Paulus sagt hier noch mehr. Also er sagt, welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Sie können keine geistlichen Dinge begreifen, es sei denn, dass Gottes Geist ihnen diese Erkenntnis bringt. Und so sagt Paulus hier, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, Satans Geist, der die ganze Welt regiert, der alle Menschen verführen will. Wir haben den nicht empfangen. Dem waren wir früher einmal zugänglich gewesen. Aber jetzt haben wir empfangen den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und dann fährt er fort zu sagen, dass die meisten Menschen aber dieses Wissen nicht haben, weil sie eben den Geist Gottes nicht erlangt haben. Aber schauen Sie hier, was Paulus sagt. Es gibt den Geist im Menschen, der den Menschen vom Tier fundamental unterscheidet. Und so gibt es den Geist Gottes, der den bekehrten Menschen fundamental von dem natürlichen, nicht bekehrten Menschen unterscheidet. Kehren wir zu Hesekiel Kapitel 37 zurück.
In Ezekiel Kapitel 37 wird uns nämlich auch gesagt, dass das, was hier geschieht, diese Gebeine, die hier wieder zusammenkommen, in dieser Vision, Gott sagt deutlich, wer diese Gebeine sind. Schauen wir uns dies in Vers 11 an. Er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Und dann werden sie hier symbolisch dargestellt, als ob sie sprechen würden. Die sprachen natürlich nicht, die waren tot. Aber sie sprechen so symbolisch und sagen, unsere Hoffnung ist verloren, unsere Gebeine sind verdorrt, es ist aus mit uns. Die meisten Menschen meinen heute das auch. Wenn sie sterben, ist alles aus. Nein, Gott sagt, es gibt Hoffnung. Die Gebeine sind verdorrt, aber sie werden wieder zum Leben geführt werden. Aber dann sagt Gott auch noch mehr. Schauen Sie in Hesekiel Kapitel 37 und Vers 14. Da heißt es hier, ich will meinen Odem in euch geben. Aber schauen Sie, das Problem ist, der Odem war bereits schon in den Gebeinen. Der Geist des Menschen war bereits schon in den Gebeinen. Es geht ja nicht mehr um den Odem, es geht um den Geist. Aber es geht nicht mehr um den menschlichen Geist, den hatten die bereits. Wie ich sagte, das Wort Geist kann sich sowohl auf den menschlichen Geist beziehen, als auch auf den Heiligen Geist Gottes. Und jetzt geht es hier um den Heiligen Geist Gottes, den Gott jetzt den Menschen, die er auferweckt hat, zu physischem Leben geben will. Und er sagt hier, ich will meinen Geist, meinen Heiligen Geist in euch geben. Und was wird die Konsequenz des Heiligen Geistes sein? Dass ihr wieder leben sollt, aber jetzt in richtiger Weise leben. Christus sagt ja, wenn ihr meine Worte hört, dann werdet ihr leben, dass sie wieder leben sollen. Und ich will euch in euer Land setzen. Christus sagt, dass wenn er zurückkommt, zunächst einmal, aber auch dann, wenn in der zweiten Auferstehung er das Haus Israel von den Toten auferweckt, die werden dann ins gelobte Land zurückgeführt werden. Ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, schauen Sie, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Wenn Gott uns einen Heiligen Geist gibt, dann werden wir erkennen, dann werden wir erfahren, dass Gott wirklich unser Gott ist, der über uns gebieten kann, der über uns herrschen kann, der uns sagen kann, wie wir leben sollen. Ohne Gottes Geist in uns ist das wirklich nicht unbedingt möglich. Man kann eine gewisse Ahnung haben vielleicht, aber wir sind nicht in der Lage, zunächst einmal Gottes Wahrheit zu erkennen, geschweige denn danach zu leben. Nun, wenn Sie berufen werden heute, dann wirkt Gottes Geist bereits schon mit Ihnen und öffnet Ihnen bereits schon Ihre Augen. Aber auch da ist es notwendig, dass sie letztendlich den Heiligen Geist erhalten, dass Christus, dass Gott der Vater in ihnen wohnen, um ihnen dadurch die Kraft zu geben, auch die Gebote vollends halten zu können, in Gott wohlgefälliger Weise leben zu können. Das wird auch mit denen geschehen, die in der zweiten Auferstehung sein werden, die physisch auferweckt werden. Denen wird auch der Heilige Geist angeboten werden. Und wenn die bereuen, wenn die erkannt haben, was sie alles Falsches getan haben, dann werden sie nach dem Glauben an das wahre Evangelium, nach dem Glauben an das Opfer Jesu Christi, an Jesus Christus, den einzigen Weg zum Heil, dann werden sie auch den Heiligen Geist erhalten, wie wir heute ihn erhalten können. Und das ist das, was Gott will. Wir sprachen zurzeit nur vom Haus Israel. In der nächsten Predigt werde ich auch auf die anderen Menschen eingehen, denn es geht nicht nur um das Haus Israel. Aber denken wir daran, Gott hatte ja gesagt, er will, dass alle Menschen selig werden, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will er. Nun, wie gesagt, einige werden sich dagegen sträuben, aber das ist der Wunsch Gottes. Und so lesen wir in Römer Kapitel 11 zum Abschluss heute in der heutigen Predigt. Römer Kapitel 11 und Vers 32. Römer Kapitel 11 und Vers 32. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich über alle erbarme. Schauen Sie, wenn heute die meisten Menschen die Wahrheit nicht erkennen können, liegt das daran, weil Gott sie heute nicht beruft. Und als logische Konsequenz leben sie zunächst einmal im Ungehorsam. Und so sagt Gott hier, er hat sie erst einmal eingeschlossen in den Ungehorsam. Aber sein Ziel ist, sein Wille ist, sein Wunsch ist, sich über alle zu erbarmen. Das setzt notwendigerweise voraus, dass sie eine Gelegenheit erhalten werden, nachdem sie gestorben sind. Denn sie haben ja diese Gelegenheit während ihres Lebens nicht erhalten. Und dann heißt es in Vers 26 im gleichen Kapitel, so wird ganz Israel
gerettet werden. Denn es geht hier nämlich um den Ungehorsam der Israeliten zunächst einmal. So wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Alle Israeliten werden gerettet werden, zunächst einmal potenziell, indem sie alle in der Auferstehung des Gerichtes sein werden. Sie müssen sich aber dann nach wie vor entscheiden. Es heißt ja nicht, dass es keine unvergebbare Sünde gäbe. Es heißt ja nicht, dass jeder einzelne der Israeliten, und wie wir noch sehen werden, jeder einzelne Mensch sich für Gott entscheiden werden. Einige werden es nicht tun. Und das macht die Bibel auch sehr deutlich. Aber es ist der Wunsch Gottes, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Es ist der Wunsch Gottes, dass alle gerettet werden. Und so wird Gott allen zunächst einmal diese Gelegenheit geben, in ihrer Zeit, zu ihrer Ordnung gehörig, zu dieser Abteilung, von der wir sprachen, in der richtigen Reihenfolge, wie Gott es für das Beste hält. Schauen Sie, wenn Gott heute einige nicht beruft, die meisten nicht beruft, dann ist das zu ihrem Vorteil. Denn Gott kennt uns alle. Und Gott weiß, dass vielleicht für einige, wenn er sie heute berufen würde, es nicht möglich wäre, dann auch so zu leben. Gott weiß das. Gott weiß aber auch, dass wenn er sie heute beruft, dass sie das Potenzial haben, ihm zu gehorchen. Gleichwohl liegt es an ihnen, wie sie sich entscheiden. Aber Gott beruft niemanden heute zur Verdammnis. Diejenigen, die Gott heute beruft, beruft er, damit sie das Heil erlangen können. So werde ich in der Predigt das nächste Mal dann weiter auf die Berufung der anderen Menschen in der zweiten Aufstellung im großen weißen Throngericht eingehen und dann aber auch auf die, die die Gelegenheit erhalten haben oder noch erhalten werden und sich gleichwohl gegen Gott entscheiden. Traurigerweise wird es auch solche Menschen geben, so unglaublich dies auch uns erscheinen mag. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.